Hallo meine Lieben und welcome back bei mir. Mein Name ist Steffi und ich bin unabhängige Sensi-Beraterin. Ich denke, heute Nacht, es war soweit. Also ich bin heute früh aufgewacht. Ich hatte wirklich so eine Nase, das hat so weh getan. Ich habe mich dann, glaube ich, mit 5 Kilo Eukalyptus-Balsam eingeschmiert. Ich habe es nicht gerochen. Ja. Wir schauen jetzt mal, wie es wird, denn wir schnüffeln durch die Kategorie blumig. Da werde ich jetzt gleich sehen, ob meine Riechnerven mich im Stich lassen oder nicht. Wir werden sehen. Wir beginnen mit dem Bora Bora Blossom. A little bit off. Geht noch. Also, der ist so richtig. Der hat so ein bisschen was. Ein bisschen was von Lakritze, ey. Oh weia. Oh weia, das wird toll. Ich rieche Lakritze in Bora Bora Blossom. Ich werde wahnsinnig. Es ist. Ja, doch, ich, ohne Scheiß, ich rieche einen Hauch von Lakritze. Ich hoffe, das hat jetzt nichts mit meinem Eukalyptus-Balsam zu tun. Ja, was haben wir drin? Bestimmt keine Lakritze. Verlieren Sie sich in einer milden Kombination aus saftigen Inselfrüchten und satter Orchidee, die durch einen Hauch von frischem, grünen Veilchenblatt ausgeglichen wird. Das wird echt lustig jetzt. Als nächstes haben wir den Fresh Cut Daisies. Also wenn der jetzt auch nach Lakritze schmeckt, dann breche ich das Video definitiv ab. Nein, Gott sei Dank. Okay, also dann ist es doch nicht so schlimm. Also, der hat echt einen Hauch von Frische. Gänseblümchen. Wiese. Also das wäre jetzt auch so für mich so ein typischer Frühlingsduft, der den Frühling einläutet. Und ja, Entschuldigung, ich sitze schon wieder mit dem Bademantel da, aber ich habe momentan echt nicht die Muße. Seit gestern ist es noch richtig schlimm. Ich habe echt keine Lust, mich großartig umzuziehen, anzuziehen. Ihr könnt froh sein, dass ich überhaupt was anhab. Aber es ist wirklich so. Es ist echt. Ich werde mich heute Abend in ein Erkältungsbad reinschmeißen. Dann wollte ich eigentlich noch meine Haare färben. Dann wollte ich mir auch meine Dreads wieder reinmachen. Also ich glaube, nein, das sind definitiv zu viel Vorhaben auf einmal. Ja. Eine Wiese voller Sommerblumen, frisch geschnittenes Gras und Klee mit Gänseblümchen, Butterblumen und Efeu. Also ich habe einen Kaffee auch schon da, ne? Also falls ihr meine Kaffeetasse vermissen solltet. Der mittlerweile eiskalt ist. Dann geht's weiter mit dem Green Tea and Jasmine. Ich mag einfach diesen Jasmin. Blumenduft. Das ist einfach für mich so ein richtig typischer Blumenduft und ich finde, den nimmt man auch richtig toll in der Lampe wahr. Wir haben drin zarter Jasmin und Duftwicke finden ihr Gleichgewicht mit frisch gebrautem grünen Tee. Ach Gott. Dann kommt der nächste. Here comes the Sunflowers. Das ist auch ein, wie ich finde, eigentlich intensiver Duft. Also der hat auch so einen Hauch von fruchtig. Aber der ist in der Lampe wirklich richtig geil.
Wir haben sonnengereifte Blütenblätter und fruchtiger Moschus feiern den Frühling mit einem Schuss Erdbeere. So, als nächstes der Hibiskus Pineapple. Ich mag ja Hibiskus, außer er ist in dem neuen Duft drin und wird sauer. Und da ist er eben, dieser Hibiskus Ananas. Dieses fruchtig-blumige, die Kombination finde ich echt richtig geil. Und es ist halt auch so ein Wegträumduft. Das, oh, ja. Hibiskus, Ananas und ein Hauch süßer Mandarine erzählen eine zauberhafte tropische Geschichte. Dann haben wir den Kukui and Coconut. War meines Erachtens in der Sommerkollektion letztes Jahr. Oh ja, und der hat auch so ein bisschen was von. Von Sonnencreme. Man liegt am Strand, man cremt sich ein. Und das ist ja dann, wenn so ein kleiner Windzug kommt oder wenn jemand an euch vorbeiläuft. Und ist frisch mit Sonnencreme eingecremt, dann kommt diese Wolke so mit Kokosnuss und oh, mega. Tropische Kokosnuss und Kukuinuss auf einer Wolke aus zartem Jasmin. Da haben wir mein Jasmin wieder. Dann ein alter Klassiker, Luna. Der hat auch wieder so eine Kombi zwischen frisch, blumig und ich würde vielleicht tatsächlich noch sagen, echt einen Hauch hölzern. Aber der hat auch so eine leichte, Entschuldigung, so eine leichte Parfümnote. Nicht umsonst ein Bestseller. Weiße Blüten, Jasmin, Duftwicke und Fräschen, saftige Beeren und Sandelholz, berauschend wie schillerndes Mondlicht. So, als nächstes der Opal Flowers. Das erste, also ihr macht den auf oder ihr macht auch die Packung auf und das erste, was euch wirklich, wirklich, wirklich entgegenströmt, ist dieser Maiglöckchen-Duft. Und dann erst kommt Himbeer und wirklich, und Rose nimmt man da wirklich, also ich auch mit meiner angeschlagenen Nase, Rose echt nur einen Hauch. Aber der knallt richtig in der Lampe. Also da am besten vorsichtig mit den Würfeln dosieren. Also ich finde den richtig intensiv. Und in der Lampe gibt er halt richtig Gas. Vor allem, wenn man den in das kleine Biest tut. Üppige Himbeere, umrankt von blühenden Maiglöckchen und zarten Rosenblättern, glänzt wie ein Edelstein. Als nächstes haben wir den Paradise Petals. Ah, der hat auch, der ist auch so ein so ein typischer, weiß ich nicht, Eincreme-Urlaubsduft. Also es ist Orange. Ja, das ist auch wieder diese Kombi fruchtig-blumig. Den, wenn es natürlich als Körperspray geben würde, das wäre richtig geil. Also so ein richtiges Urlaubsfeeling. Neroli und Orangenschalen wirken aus einer Utopie tropischer weißer Blüten. Ich kann jetzt schon nicht mal mehr gescheit reden. Dann von den Neuheiten. Peace, Lily, be with you. No, ich werde die Paar doch jetzt hier gar schaffen. Ja, also ich habe ja schon mal bei meinem Vorstellungsvideo von den 10 Neuheiten gesagt, dass mich dieser Duft an diesen
Jetzt, wie heißt sie wieder? Waterlilies. Ich kann mir. Also, aber der ist irgendwie, der geht für mich auch schon wieder echt schon ein bisschen fast ein Touch so ins Saure rein. Also man könnte jetzt gehässig sagen, es ist ein Kloduft. Ja, ich mag den nicht. Weiße Friedenslilie und grüner Apfel harmonieren mit wässrigen Grüntönen und einem Hauch von Vanille. Ja, liegt vielleicht daran, dass ich kein Grün mag. Auch nicht wässrig. Dann der nächste, der aus den von den Neuheiden. Der Sorkin Race. Also der hat ja echt. Riecht immer noch wie meine eingecremte Oma. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das nehme ich immer noch genauso wahr, wie mit Nivea-Creme meine Oma immer hatte. Spüren Sie den Sonnenschein, wenn sich helle Mandarine und Orangenblüte in der Meeresluft sonnen? Als nächstes der Summer Holiday. Und so wie er heißt, so riecht er auch. Wollen wir hier die mal wieder alle ein bisschen aktivieren? Das erste, was ist, ist Kokosnuss. Und das hat auch so ein Sonnencreme-Feeling. Das ist auch der nächste Wegträumduft. Also, wenn ihr echt keinen Bock mal auf euren Alltag habt, dann holt euch einen von diesen Düften, den Paradise Petals oder den Summer Holiday. Schmeißt ihn in die Lampe, macht die Augen zu und beamt euch ganz weit weg. Entfliehen Sie heimlich auf eine sonnige Insel, die nur so strotzt mit satter Plumeria, Tigerlilie und süßer Orange, gemildert durch Vanille und strahlendem Amber. So, und dann der letzte im Bunde, der Sweet Pie and Vanilla. Der ist auch eigentlich so ein zarter Duft. Also man riecht Himbeere. Das ist auch wieder diese Kombi, fruchtig, blumig. Und ein Hauch Vanille. Aber unterschätzt diesen Duft nicht. Also der gibt auch richtig Gas in der Lampe. Ich hatte den auch mal als Scentpack. Richtig mega. Der hat auch wieder so ein Hauch parfümig. Ein Hauch parfümig. Aber der ist auch wirklich, wirklich gut. Ein Ambiente aus Himbeeren, Blütenblättern, der Duftwicke mit Vanille. Das ist dann die Duftwicke, die so Gas gibt. So, jetzt überlege ich gerade, dass wir das einigermaßen gut auf die Reihe kriegen. Ja, okay. Wir machen halt dann gleich mit meiner Lieblingskategorie weiter, mit den Disney-Düften. Und dann fangen wir gleich an mit dem Neuen, mit dem Wizarding World von Harry Potter. So rum. Na. Also der ist auch wieder diese Kategorie maskulin frisch geduschter Mann. Und ich muss echt sagen, also in den ersten 2 Tagen ist der richtig stark, also wirklich richtig stark. Und dann lässt der wirklich richtig ab. Also ist echt ein guter Duft, aber ich hätte mir so ein bisschen gewünscht, dass der auf Dauer Gas gibt und nicht dann abrupt
abstürzt. Aber der ist echt. Da ist irgendwie alles drin. Ist Kategorie hölzern. Mag ich ja sowieso. Wir haben drin prickelnde Zitrus und grüne Apfel beleuchten Mahagoniholz, während Vanille und ein Hauch von Amber Wärme und Charme verbreiten. Ja, der ist. Da. Echt gut. Dann. Ups. Ach, mir ist schon lange nichts mehr runtergefallen, fällt mir gerade so ein. So, dann als nächstes natürlich unsere Klassiker. Zum einen der Mickey O Boy. Ja, der ist echt so eine Mischung von. Fruchtig, der ist wirklich richtig fruchtig, finde ich. Süße Grapefruit. Und noch was. Mandarine. Aber der ist auch richtig intensiv in der Lampe. Zu Ehren eines echten Originals ist saftige Grapefruit in einer fröhlichen Mischung mit frischer Mandarine und gezuckerter Vanille einfach einzigartig. Genau wie Mickey Mouse. Ja, also der, wo rausgekommen ist, den hatte ich mir gleich gekauft und ich war so begeistert, als ich den in der Lampe drin hatte. Und dann haben wir natürlich dann auch noch die Totally Mini. Muss ich auch ein bisschen. Also die ist ja, also im Gegensatz, also wenn ich jetzt Minnie und Mickey gegenüber halt, ist also Mickey mehr der Herbe und die Minnie natürlich die Süße, auch vom Duft her. Also die ist durch und durch fruchtig. Fruchtig süß. Aber in der Lampe auch richtig geil. Teilweise edel, teilweise frech. Diese süße Mischung aus rosa Melone, Hibiskusblüten und saftigem Apfel steckt voller Spaß und ist total Minimaus. Oh ja, den brauche ich auch mal wieder. Der ist echt nicht schlecht. Und da natürlich der alte Klassiker Mickey Mouse and Friends. Also der ist ja richtig, ja, ich weiß schon, Disney dürfte ja. Es gibt auch Disney-Düfte, die ich nicht mag. Also keine Angst, ich lobe hier jetzt nicht alles in den Himmel, aber diese Düfte, die eben im Katalog sind, die sind eben gut. Also der ist orangig, orangig pfirsig und in der Lampe kommt dann vanillig noch so richtig mit dazu. Also der ist, also. Von, also den, also Mickey, Minnie oder Mickey Mouse and Friends, dann würde ich den Mickey Mouse and Friends nehmen, weil der ist von den dreien, finde ich den wirklich am besten. Vor allem in der Lampe. Feiern Sie immerwährende Freundschaft mit dem süßen Duft von Pfirsich, mit einem Tupfer Orangenschale und Vanille. Dann geht's weiter. Dann kam ja wieder ein alter Klassiker zurück. Ariel Under the Sea. Muss ich auch wieder mal sieht, das sind die neuen Tester, die muss man erst ein bisschen hier andingsen. Also das ist auf jeden Fall ein Badezimmerduft. Also jetzt nicht gehässig gesagt, sondern. Nett gesagt, sonst würde ich sagen, es ist Klo-Duft. Aber der hat so eine Mischung zwischen frisch, blumig, fruchtig. Also, das ist wirklich faszinierend mit dem Duft. Und ich finde ihn einfach perfekt fürs Badezimmer. Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich mir den jetzt hier ins Wohnzimmer reinklatsche. Das ist wirklich so ein richtig typischer, schöner
Badezimmerduft, sage ich jetzt gleich so dazu. Wir haben: Wahre Liebe wartet. Folgen Sie aus Ihrem Herzen über Ozeane aus grünem Wasser, frischen grünen Apfel und blauen Hibiskusblüten. Dann geht's weiter mit. Machen wir die Seite, sieht man besser. Der Disney Princess True Love awaits. Der ist ein bisschen weit angelaufen hier. Mal hier mal ein bisschen hier mit meinem Taschentuch hier mal ein bisschen trockentupfern. Das ist so übel, wenn die das Schwitzen anfangen. Das ist nervig. Also, der ist definitiv fruchtig. Ich schmiere mir jetzt hier schon wieder überall das Zeug hin. Fruchtig, aber geht schon auch so ein bisschen ins Säuerliche rein. Also für meine Begriffe ist da irgendwas drin, was meiner Nase nicht gerade taugt. Was haben wir? Erleben Sie ein Königreich, in dem zauberhaft reife Himbeere, funkelnde Mandarine und ein Kuss süße Vanille das perfekte Märchenende schreibt. Naja, es gibt ja auch saure Mandarinen. Oder ich glaube, meine Nase, die kippt gerade ab. Ach ja, das ist der letzte, den werde ich schon noch schaffen. Den gibt es ja auch schon ganz lange, den 100 Acre Wood Winnie Pooh. Und der ist mega. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Den, wenn es natürlich als Washer-Wiffs geben würde, das wäre natürlich richtig geil, weil der hat so ein bisschen was von frisch gewaschener Wäsche, aber von süßer, frisch gewaschener Wäsche. Also der ist wirklich. Und den zum Beispiel liebe ich im Schlafzimmer. Den liebe ich wirklich im Schlafzimmer. Weil das ist so ein richtig, wie sage ich denn das jetzt? Das ist so ein, blöd gesagt, so ein richtig unschuldiger, süßer, beruhigender Duft. So kann man das sagen. Und zwar wandern Sie Hand in Hand mit Ihrem besten Freund durch einen freundlichen Wald mit dem Duft von Baumwollblüten, wilden Jasmin und süßer Vanille. 100 Ackerwood. So, das war's jetzt mit der Kategorie Blumig und Disney. Die nächste Kategorie wird dann noch sein Frisch und Bäckerei. Das sind dann die letzten, die uns noch fehlen. Und dann haben wir alle Kategorien durchgeschnüffelt. Wenn ich sie alle hochgeladen habe, dann würde ich mich mal freuen oder es würde mich mal interessieren, welche Favoriten ihr aus den jeweiligen Kategorien habt. Und ja, jetzt werde ich mal schauen. Jetzt werde ich mir ein Teechen machen. Und dann schauen wir mal, was ich heute doch noch so alles anstelle. In diesem Sinne, meine Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Däumchen da oder ein Abo oder beides. Ich freue mich immer. Und in diesem Sinne, habt noch einen wunderschönen Samstag und wir sehen uns spätestens morgen wieder. Macht's gut!